Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Gleisbausimulator 2014. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen bei einem eurer Lieblings-Let's Plays und zwar Gleisbausimulator 2014. Hier sind wir wieder, hurra, hurra, hurra. Ich habe keine Ahnung, warum ihr das so gut findet. Die Folge hat, die letzte hat wieder mal über 1700, knapp 1800 Aufrufe gehabt. Also machen wir jetzt hier weiter mit unserer lustigen Karriere. Ich kenne keinen Schmerz, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Level 8, Schwellen und Schienen demontieren, Schraubmaschine bedienen, Maschinen mit dem Kran verladen, Trennschleifgerät bedienen. Der Knackpunkt ist, ich habe jetzt schon wieder seit einer Woche nicht gespielt, weil ich mache ja nur eine Folge pro Woche. Das heißt, ich habe schon wieder alles vergessen. Das kann lustig werden. Also, starten. So, und wenn wir jetzt hier diesen Ladebalken sehen, der jetzt die nächsten 20 Minuten euer Auge erfreuen wird, muss ich gerade nochmal was erwähnen. Warum mache ich denn hier auch weiter? Das hat auch einen weiteren Grund, und zwar die Firma Robel, ja. Die macht diese Baumaschinen zum Gleisbauen, ja. Seht ihr auch hier im Bild eine Maschine Robel. Und ja, warum erwähne ich die Firma Robel so oft? Warum sage ich eigentlich mal Robel, Robel, Robel? Das habe ich schon mal gesagt. Die zahlen mir pro einmal nennen, zahlen die mir Geld. Und jetzt haben die das erhöht pro einmal nennen auf 2000 Euro. Ja, und da kann ich einfach nur sagen, Robel, 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 Robel. Ja, robel dir einen Robel, Robel, Robel los. Geht ja ein Robel los, das könnt ihr kaufen. Ja, Robel, Robel, ich möchte nicht wissen, welcher Idiot das zählen muss, aber puh, her mit der Kohle. Robel, 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 Robel. Könnten wir auch ein Lied draus machen eigentlich, ne? Ein Rap. Robel, 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 Robel. So, haben wir es jetzt, 99% Robel. Ihr seht nochmal eins der Geräte hier, schön im Bild. Robel, Robel, kauft euch alle so ein Gerät von Robel. Haben wir es jetzt endlich, verflucht nochmal, ey. So, auf dieser Baustelle sollen Sie einen kompletten Robel-Gleisabschnitt erneuern. Demontieren Sie die alten Robel-Schienen und entfernen Sie die alten Robel-Schwellen. So, ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktioniert, ganz ehrlich. So, Tipp, beginnen Sie beim Demontieren mit den hinteren Schienen und Schwellen, arbeiten Sie dann von hinten nach vorne. Von hinten nach vorne, diese Reihenfolge ist wichtig, denn beginnen Sie zuerst vorne statt hinten mit dem Demontieren, können Sie aufgrund der fehlenden Gleise nicht mehr die hinteren Schienen und Schwellen erreichen. Ich bin für diesen Tipp unglaublich dankbar, weil ich glaube, ich hätte das da wieder falsch gemacht. Also, wir arbeiten uns jetzt von hinten nach vorne. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo hinten ist. Das kriegen wir auch noch raus, ne? Dazu brauchen wir nur auf unser Fahrzeug steigen, das jetzt hier gerade nicht da ist. Doch, da vorne, glaube ich, ne? Ja, und unser Schwubbeli, ich zeige euch nochmal, wie der rennt. Das ist einfach zu geil. Ich darf nur nicht lang drücken, weil sonst haut es wieder diese komische Tastensperre rein und dann stürzt er wieder ab. Ah, ist das ein feiner Kerl, ne? Wie der so rennen kann. So, jetzt müssen wir erstmal checken, wo ist vorne, wo ist hinten. Und das checken wir, indem wir kurz einsteigen und, weil ich natürlich schon wieder völlig vergessen habe, kann ich jetzt drehen? Ja. Weil ich natürlich schon wieder völlig vergessen habe, wo da an dem Dings da vorne und hinten ist. Also, links ist vorne und alles da ist hinten. So, jetzt die Frage, wo muss ich denn abbauen überhaupt? Welche Schienen sind denn überhaupt? Ja. Also wenn hier dieses Gerät liegt, das ich wahrscheinlich brauche, dann denke ich mal, dass das hier anfängt, oder? Sag mal, Schafe, könnt ihr nicht endlich mal die Fresse halten? Ich habe schon mal gesagt, ich möchte bitte das Schweigen der Lämmer, geht mir nicht auf den Sack hier mit eurem Gemäh. Ja. Geschlachtet werdet ihr alle. So. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, wo fängt es an? Wo muss ich denn überhaupt noch 15 Schwellen und 6 Schienen übrig? Das ist schön, dass er mir das sagt, ja, aber ich habe keine Ahnung, wo ich beginnen muss. Auf jeden Fall ist das hier hinten. So, und wenn ich dann hier weiterfahre, ja, blöd, ich weiß es nicht. Okay, ich fahre jetzt nochmal ein Stück davor. Und dann schaue ich mal, wo ich anfangen kann. Vielleicht sehe ich das ja, wenn ich da, wenn ich draußen bin. Wie komme ich jetzt hier nochmal raus? Mit Escape? Ja. Okay. Also. Da ist hinten und da soll ich beginnen. Und wenn das Gerät hier liegt, dann nehme ich das hier einfach mal. So. Dann schauen wir mal noch einen Schritt weiter vorne. Ja, das sind aber auch noch so Kringelchen. Wie weit soll denn das gehen? Ah, okay. Ich sehe es da oben. Hier fangen wir an. Warum auch immer. So, wie ging das jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Drücken irgendwas, schieben. Z, R, B, Pfeiltasten. Ich hab's völlig vergessen. Wir schauen mal nach. Ach nee, geht ja gar nicht. Da oben. Sagte mir das hier, wie das geht? Nein.
Da sind wir. Die Leertaste. Ja, okay, alles klar. Es war weiterhin die Space-Taste. Und jetzt säbeln wir mal wieder ein paar Stunden an diesen Dingern rum. Und da machen wir gleich weiter. Das springt automatisch rüber. Ich bin wahnsinnig erregt. Nicht nur, weil da die Firma Robel hier die Maschinen hier stellt. Oder sie besser gesagt die Vorbilder für die virtuellen Gerätschaften stellt. Sondern eben auch, weil das so abwechslungsreich ist. Ja, und wer was anderes sagt, hat leider keine Ahnung. Weil ich muss hier immerhin mehrfach hintereinander die Leertaste drücken. Und ich finde ja, dass Leertasten an sich ja so völlig unterrepräsentiert sind bei Computerspielen. Ich finde, die sollten eigentlich viel mehr da auftreten. Ich meine, bei Ego-Shooter, glaube ich, ist das meistens das Springen drauf. Das ist ganz okay, aber warum nicht mal das Schießen? Warum soll die Space-Taste nicht mal was Wichtiges übernehmen? Wie zum Beispiel hier, ja, sowas zersägen. Ja, oder schießen. Man könnte sich natürlich umbelegen, die Tasten. Ach, und wenn ihr fragt, nein, ich habe heute meine Tabletten noch nicht genommen, das ist ganz normal deswegen, was ich hier mache. Jetzt warte mal. Ich frage mich gerade, wenn ich die jetzt alle aufsäbel. Ach komm, egal. Ach, der Gleiskraftwagen steht im Weg. Das stimmt doch überhaupt nicht. Kann ich jetzt eigentlich noch davor fahren oder ist das jetzt schon wieder falsch? Habe ich das jetzt schon wieder falsch gemacht? Warte mal, ich muss das abstellen hier kurz. Was? Ach so, Leertaste. Nee. Hä? Ich will den doch jetzt gar nicht befestigen. Ich will ihn ablegen. So, genau. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da überhaupt noch zurückfahren kann. Ob das jetzt vielleicht schon ein Fehler war. Weil ich jetzt schon viel gesäbelt habe. Nee, ne? Säbeln macht noch nichts aus. Da kann man noch fahren lang. Ah, okay. Okay, super, super, super. Dann fahren wir den scheiß blöden Wagen einfach ganz weit weg. Ganz weit hier nach links. Noch ein Stückchen. Ich weiß ja nicht, wie weit das gehen wird jetzt. Das werden wir sehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt hinkriege noch. Keine Ahnung. Ja, was ist denn jetzt los? Ach, da vorne. Muss ich bis dahin laufen? Muss ich das nehmen? Und erst jetzt wird mir gezeigt, wo ich säbeln muss. Ich verstehe. Und mit dem Ding kann man übrigens nicht rennen. So, es geht weiter hier bei meinem lustigen Let's Play Gleisbausimulator 2014 mit den Gerätschaften von Robel, von der Firma Robel, hergestellt von Robel und ausgeliefert von Robel, verkauft von Robel und hier 1:1 gesägt von Robel. Das Gute ist, man kann nebenbei ein Buch lesen oder so, das ist besonders toll. Während man hier drückt, kann ich mal locker eine Seite in meinem neuen Buch lesen. So. Wir watscheln weiter mit unserem Schwuletti. Und zur Abwechslung schneiden wir mal ein paar Gleise. Mithilfe der Maschine von der Firma Robel. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Und falls es euch weiterhin interessiert, ja, ich stehe kurz vor dem Suizid. Weil das Spiel mich so fertig macht, weil das so geil ist, wisst ihr? Das verträgt mein Herz nicht. Ich platze vor Freude, ja, und dann bin ich tot. So, das haben wir jetzt auch. Kommt da noch was oder ist dann jetzt schon Feierabend? Ich glaube, das war's schon. Jetzt weiß ich aber nicht, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Ich werde erstmal abwerfen hier. Und zu dem Fahrzeug hin. Ich muss ja jetzt wahrscheinlich diese Maschine, die da oben drauf liegt, irgendwie auch noch benutzen. Ich habe echt alles vergessen. Ja, dadurch ist das... ja, das ist der Vorteil, wenn man Alzheimer hat, dann ist jedes Spiel, auch wenn man den Level immer und immer wieder spielt, ist es immer wieder neu. Ja? Man lernt also nicht nur ständig neue Menschen kennen. Jetzt warte mal, jetzt muss ich mal umsteigen kurz hier, ne? Ja, ich kann nicht während der Fahrt umsteigen. Ich muss mal kurz gucken, was passiert, wenn ich hier einsteige. Irgendwie... Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen muss, ehrlich gesagt. Scheiße. Jetzt habe ich die Dinger gesägt. Waren das noch nicht alle, oder was?
Oder muss ich jetzt hier... ja. Dieses Gerät hier erstmal andocken. Also ich mache das jetzt mal auf Verdacht. Was anderes habe ich ja gerade nicht. Wie ging das nochmal? Wie ging das Ausfahren nochmal? Mit, irgendwie mit QR irgendwas? Scheiße, ey. Ich muss nochmal... nein, das wollte ich nicht. Ich wollte sagen, ich muss nochmal nachschauen. W und S vorne hinten. Steuerung, ja, ist gut. L ist doch unwichtig. K, Scheibenwischer. Pff. M, Kameramodus. Mit der Taste C kann man den Kameramodus in die Ich-Perspektive. Das ist, sagt mir wieder keiner, wie das geht hier, verflucht. Man kann das doch ausfahren. Ach, ich muss erstmal einsteigen hier, ne? So. Sagt das mir dann hier in dem Dingsbums da oben? X und Y, so war es, genau. So. Kann ich jetzt irgendwie eine Schiene irgendwie abreißen? Oder was ist das überhaupt für ein Gerät hier? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist, ich hab's völlig vergessen. Komm, fahr mal aus, dein Ding. Hallo? Das ist rot, seht ihr, ne? Das muss grün sein. Kacke, das war die falsche Perspektive. Ich hab echt alles vergessen. Ach, Mann. Warum nimmt denn der das jetzt nicht? Ach so, weil ich daneben bin. Sag's doch gleich. So, jetzt vielleicht? Na also. Und jetzt? Ach so, Leertaste. Moment. Jetzt habe ich das. Moment, ich muss nochmal loslassen. Schraubmaschine. Das ist doch eigentlich jetzt, ist doch logisch. Ich muss jetzt schrauben wahrscheinlich, oder? Aufschrauben. Oder? Das war alles im Tutorial, Herr Frenkel. Hätten Sie mal aufgepasst. Ey, ich habe keinen Bock mehr, ey. Ganz ehrlich. Irgendwie dünkt mir... Wie soll ich denn jetzt hier schrauben? Moment! Wisst ihr was? Ich habe echt die Schnauze voll jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich kann das Ding hier wieder runterfahren, ne? Aber ich weiß nicht genau wo. Oh. Sogar richtig gewesen. Super. Ob mir das jetzt irgendwie weiterhilft, weiß ich allerdings nicht. Ich muss jetzt erstmal hier wieder wegfahren. Ich sehe hier nicht, wo ich ansetzen muss. Versteht ihr? Das ist mein Problem. Also das ist eins meiner vielen Probleme. Probieren wir es mal aus. Wir laufen mal zu diesem komischen Schraubding. Normalerweise muss ich das jetzt irgendwie aufschrauben, logischerweise. Und, wo ist denn das Scheißding? Wie weit habe ich das denn weggelegt? Ah, da sind aufgesägte Stellen. Okay. So, und hier ist gar nicht aufgesägt, richtig? Jetzt muss ich da lang fahren erstmal. Bis zu der Stelle wahrscheinlich. Das sieht ein bisschen aus wie eine Wespe. So mit den Fühlern vorne, ne? Aus Biene Maya. Ich werde euch alle töten. Ach, ich erinnere mich noch an die Folge mit dem Hornissen. Das war meine Lieblingsfolge mit Biene Maya. Muss ich jetzt hier schon irgendwo ansetzen? Ich habe doch keine Ahnung. Nee, ne? Eigentlich nicht. Ah, da, wo ich gesägt habe. Natürlich! Ja, die Folge mit dem Hornissenangriff. Das war meine Lieblingsfolge bei Biene Maya. Die war so schön gruselig. Wie komme ich jetzt nochmal darüber? Mit Space oder mit Escape? Jetzt habe ich sie wieder festgeschraubt, ich Blödmann. So, wie geht das rüber mit... Wo ist dann... Das habe ich wieder auch wieder vergessen, tut mir leid. Ja. Muss ich das dann mit dem Wagen dann auf die andere Seite rüber tun oder ging das irgendwie anders? Wartet mal, ich muss mal kurz spicken. Heißt das noch spicken heute? Ah, da, die berühmte Taste M. Alles klar. Fahren wir nochmal zurück hier. Hoppeln da mal rüber. Freunde, ja, sowas, so eine Unterhaltung kriegt ihr sonst nirgends. Was war jetzt hier? Warum geht das jetzt nicht? Ah ja, weil es grün werden muss und dann kann man erst Space drücken. Alles klar, sagt's doch gleich hier. So, jetzt habe ich alles im Griff und ja, jetzt habe ich die Mission natürlich noch nicht geschafft, obwohl die Folge jetzt fast schon zu Ende ist. Das heißt, ich muss jetzt mal noch... Ich werd noch mal eine Folge weitermachen, okay? Weil ich mal davon ausgehe, dass ihr mehr sehen wollt.
Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Dann habe ich halt eine Folge zu viel gespielt. Trotzdem würde mich grundsätzlich interessieren, ob ihr immer noch mehr sehen wollt. Bitte sagt mir, dass ihr irgendwie was anderes sehen wollt vielleicht. Ja, also, wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir sehen uns dann noch einmal mindestens in der nächsten Episode wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen und ciao, ciao!